Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir sind in der letzten Folge einigermaßen gut durchgekommen. Sind jetzt mit dem Fahrzeug, mit dem Fahrstuhl natürlich hier einmal runtergefahren. Und nähern uns, glaube ich, so langsam dem Ende unseres Einsatzes. Wir hacken uns natürlich erstmal wieder in das Sunburst-System hinein. Kameras aus. Und dann schauen wir mal, was wir hier am besten machen. Beide sind jetzt gerade weggegangen. Der Exo läuft da hinten die ganze Zeit rum. Die nerven mich ehrlich gesagt am meisten. Und dann schauen wir mal, wo wir uns hier am besten lang bewegen. Hier sind wir erstmal relativ safe. Hoffe ich zumindest. Sei denn, der Typ da hinten kommt jetzt hoch. Nein, kann man nicht. Würde trotzdem fast sagen, wir gehen erstmal hier rüber. Hier ist ein bisschen weniger los. Oh, außer der da unten. Bewegt er sich noch? Er hat leider auch keine Pfeile mehr. Wir können mit V heulen. Sehe ich gerade unten. Können wir damit doch Gegner anlocken? Wollen wir es mal probieren? Okay. Klingt bloß nichts. Entweder sind wir zu weit weg. Aber das wäre natürlich cool, wenn das doch geht. Hatte ich ja schon bemängelt, dass es die Option nicht gibt. Die Frage, wie nah wir da im Gegner sein müssen. Den Exo würde ich jetzt nicht unbedingt locken wollen. Aber der da unten? Okay, einen haben wir gekriegt. Also es geht doch. Mensch, hätte ich das mal vorher gewusst. Er läuft dumm gegen die Kiste. Ach komm schon. Was war das? Wir sollten investigieren. Und da geht er wieder. Ja, der Exo ist anstrengend. Ich würde halt eigentlich ganz gern da hinter die Kiste. Hinter die da. Oder Kisten. Ja, der guckt in die andere Richtung, das geht. Jetzt dreht sich der Exo um. Geht auch. Ja. Das hat gut geklappt. Ja. Dann wäre er noch am Leben. Wenn er einen anderen Job hätte. So. Die hat sich richtig cool hingestellt, die Waffe. Der bewegt sich da hinten gar nicht. Hier vorne, der läuft ein bisschen blöd rum. Würde es nochmal probieren. Dass wir den anlocken. Reicht nicht. Ah, es ist wirklich nur ein kleiner Radius. Dann lassen wir es doch. Müssen wir mal schauen, wo die hier lang rennen. Obwohl, hier können uns der Exo sehen. Und der kommt da hinten so rum lang. Ah, der kommt nicht rüber. Jetzt können wir auf jeden Fall hier rüber. Aber dann wird's schwierig. Der Exo hat halt so einen kleinen Kreis, den der läuft. Können jetzt wirklich nur abwarten, ihn hier zu holen. Nimm den. Danke. Dann können wir den hier noch ausschalten, wenn der Exo sich wieder rumdreht. Jetzt. Bleiben hier dahinter versteckt. Wo müssen wir denn hin? Dort zum Rolltor. Aber da geht's nicht lang. Sind wir jetzt umsonst hierher gelaufen? Ich hoffe nicht. Da oben ist noch so ein Lüftungsschlitz-Dings. Da hätten wir wahrscheinlich von dem Raum rausgekonnt. Natürlich zu spät gesehen. Wie kommen wir dahinter?
mache jetzt auf jeden Fall einmal Sabotage. Für den Fall, dass wir doch entdeckt werden. So, dann können wir nochmal hier lang. Ach nein, hier. Alles gut, wir haben es geschafft. Kriegen wir die Geisterpunkte nur, wenn wir es unentdeckt schaffen? Was willst du mit dieser Volkswoman anyway? Wir versuchen mehr über Endrin's Biofuel. Apparently it's manufactured in Nevada. And guess who just came back from there? Natürlich neue Elite-Soldaten. Während der Raserei ist der Queeners immun gegen fast alle Versuche, ihn zu unterbrechen. Raserei haben wir bis jetzt so selten eingelöst. Mehr Zorn gewinnen, dann können wir halt öfter in die Raserei. Ich glaube, wir nehmen das mal. Dann macht auch hier unten das Ganze Sinn. Hey, da ist sie. Mit der müssen wir quatschen. Oder vielleicht auch foltern. Ich weiß nicht, ob sie uns gut gesinnt ist. Ich glaube eher nicht. Hier scheint alles safe zu sein. Könnten wir durchgehen? Jetzt nochmal kurz gucken, was es noch alles für Optionen gibt. Hier haben wir den Computer. Victoria Vokes, wir haben uns die Tests angeschaut, die in ihrem Labor mit dem Wirkstoff, den wir ihnen geschickt haben, an Schimpansen durchgeführt wurden. Schicken Sie uns weiterhin täglich Berichte über die weitere Entwicklung der Schimpansen. Sie haben bemerkenswerte Arbeit geleistet. Wir möchten Sie zu einem Treffen mit unserem Team im Viridan State Labor nächsten Monat einladen. Wenn man gute Arbeit macht, kriegt man auch mal Einladungen. Hier ist auf jeden Fall die Vogue. Oder Vokes. Da möchte man noch nicht hin. Wir gucken erstmal eben, was wir hier noch Schönes erreichen können. Irgendwie nicht viel. Die Tür kriegen wir nicht auf. Eine Flasche zu trinken gab's. Wir sind aber schon auf Max-Stufe. So, dann war das wahrscheinlich auch verkehrt mit hier. Erhöht sich nur der Zorn zu gewinnen. Also das bringt uns zwar, dass wir uns schneller heilen können, aber damit hatten wir eigentlich weniger Probleme. Major Grainer, das Rudel, das den CN-67-Standort in Nevada bedrohte, wurde besiegt. Ihre Taktik hat zu positiven Ergebnissen geführt. Die Rudelanführerin hat sich uns gestellt, wir werden sie in die Gefängnislabors verlegen. Seitdem ihre Anführerin kapituliert hat, haben die einzelnen Rudelmitglieder ihre Angriffe eingestellt. Die Anlage ist sicher, Abteilung 2 beginnt mit den Experimenten von Protokoll Earthblood an den Subjekten. Komisch. Das war Nevada, da waren wir noch nicht, glaube ich, oder? Gut, das klärt meine Frage. Ich wollte gerade sagen, bei uns hat sich doch niemand gestellt. So, in einigen Bereichen, ja, wissen wir doch, hier darf ich normal rumlaufen. Damit wir mit dir quatschen können. Das ist ja schön. Hallo, Mrs. Vokes. Nicht erschrecken. Victoria Vokes? That's right. If you want something, be quick about it. I'm busy. Who are you anyway? Sieht ein bisschen unausgeschlafen aus. Ich selbst als jemand anders ausgeben oder die Wahrheit sagen? Was machen wir? Aber wenn wir jetzt sagen, wir sind Doktor, Professor, glaubt ihr uns das eh nicht. Are you familiar with Lambda Mankind? I've heard of them. Another group of back-to-nature idiots standing in the way of progress. Well, that saves me an explanation. I'm working with them. Sie täuschen, sie bedrohen. Wir täuschen sie erstmal. Andrin's Intelligence Division. We have vital information for you, Mrs. Vokes. It's taken us months, but we've managed to infiltrate the eco-terrorist group Lambda Mankind. We've learned they're planning to kidnap you. Me? But why? That's what we're trying to figure out. Perhaps you could answer a few questions for us. Über den Biotreibstoff befragen. We know that you're working on the biofuel project. Can you think of any reason why someone would target you for that? That's a delicate question. Only a few scientists and senior staff know the details. And of course, President Watkins. Die Hierarchiekarte ausspielen, die Gefahr ins Spiel bringen. Ich denke, die hat vielleicht mehr Angst vor Gefahr. Your apprehension is understandable, Mrs. Vokes. But the threat is real. Your life is in danger. What threat does a handful of self-righteous, forest-dwelling hippies pose? What? Are they gonna slogan me to death? Think again, ma'am. They're far more dangerous than they look.
We found their last hostage with his hands cut off and his eyes gouged out. Oh my god. Oh, that's horrible. You don't think... Could they be after me because of the human testing? What do you mean? You know, those prisoners, they'll do anything for a commuted sentence and a few years on our payroll. Anyone who agrees has to undergo a series of... No, I can't share that information with anyone. Darauf bestehen oder verhandeln? Aha. Schwer. Wir bestehen mal drauf. Tell me about the test, Mrs. Vokes. Your life is in danger. We need your cooperation so the division can assess the situation and act accordingly. Wait. So these terrorists, they're a real threat. Why haven't you taken care of them already? Okay. All I can tell you is that when we first tested our biofuel in the wild, we discovered something very peculiar. Some animals exposed to the exhaust fumes changed. They became more resistant, more aggressive. Once we discovered that, we came up with a plan to test the effects on humans. Sie verdient es zu sterben. Eva braucht die Daten. Verdienen würde sie es aber. You've tested on humans. I see. What does it have to do with me? Why am I being targeted by terrorists? Calm down, Mrs. Vokes. The intelligence division will take care of this situation. You have my word. You promise? Just in case, could you get me some protection or bodyguards or something? Please, Mrs. Vokes, focus. We believe you have data on the biofuel project somewhere on site. Is that correct? Yes, that's right. My office is at the dam. I should have one of those files open on my computer right now, in fact. Give me your badge, Mrs. Vokes. We'll need to completely wipe your hard drive. Can't take any risks with that sort of thing. You understand? Yes, I suppose I do. Here. Oh, God. This is a nightmare. I'll stand by for your instructions or anyone you send. I'll send some men to protect you as soon as I can. In the meantime, do not speak about this to anyone. Thank you for your cooperation, Mrs. Vokes. Oh, thank you. I appreciate it. Sehr leichtgläubige Frau. Eva, did you get all that? You bet I did. Ja, quatsch doch genau neben ihr. Weiter. Könnte ich sie jetzt? Nee, glaub nicht. Wollen wir auch gar nicht. Aber wirklich sehr leichtgläubig. Die Spionageabteilung sollte ja wenn dann alles wissen. Warum sollten die nachfragen? Macht keinen Sinn. Aber okay. Ich das jetzt kaputt mache, gibt's dann Ärger? Nö. Auf geht's. Wir müssen zu ihrem Computer. Festplatte mitnehmen. Da unten ist schon wieder ein Exo. Hast du denn gerade zu Rodko gelaufen? Nö. Super Ablenkungsmanöver. Ah, ich glaube, der macht das eher bei denen am Damm, nicht hier. I'm inside. Okay. I'll mark the terminals where you need to plug me in. And once you're finished, I'll guide you to the extraction point. Sicherheitsterminals deaktivieren. Nächste Aufgabe wird natürlich wieder mit Bravour erledigt von uns. Ah, hier ist ja eigentlich alles safe. Das gefällt mir. Wirklich. Menschenleer. I've got the data. We're good. Great. That data is just what we need. Well then. Jetzt läuft sehr gut. Speichern erfolgreich, auch gut. Oh nein, wir bücken uns wieder. Und komisch, dass wir... And? Is something wrong? I don't know. They're ex-cons, so the blood test came back positive for some of the psychoactive drugs you might expect. But there's something else. Something strange. I'll have to look into it. Dann guck mal nach. Oben läuft noch eine Person. Da hinten ist jemand.
Aber wir scheinen hier ganz gut durchzukommen. Ist gut. So. Monitor kaputt? Ne, zeigt Diagramme an. Wo ist denn jetzt? Da und da noch einer. Wo läufst du lang? Du bleibst stehen. Wen holen wir uns zuerst? Eigentlich die Frau, oder? Wo läufst du lang? Oh Gott. Sie sieht uns nicht. Kann sich ja auch nicht rüberziehen. Und zack. Oh Gott. Nicht unbedingt die schönste Position zu sterben. Tut mir leid, ich hätte dich auch noch auf den Stuhl gesetzt, aber das Spiel gibt mir leider keine Möglichkeit dazu. So, was machen wir mit dir? Hier rüberspringen kann ich nicht. Kann ich schon, aber würde auffallen. Einmal hier drüben lang. Macht er. Er guckt die Schreibtischplatte an. Eigentlich heimlich ein IKEA-Mitarbeiter. Oha. Bin ich aber erschrocken. Bei IKEA-Witzen hört es aber auf. Da werde ich zur Sau. So. Einmal hier runter. Und dann kommen wir doch bestimmt gleich. So. Nee, Moment. Ich bin jetzt an dem einen vorbeigerannt. Ich glaube, wir müssen hier hinten lang, oder? Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Ist hier jemand? Nö. Hier stehen so viele Flaschen, wir brauchen die gar nicht. I've disconnected the first terminal. Perfect. Adana, how are you doing with the deceptors? They'll be ready in a few minutes. Ein paar Minuten ist zu lang. Beeil dich. Du warst schon in der Schule langsam. Gib dir wenigstens jetzt ein bisschen Mühe. Weiß nicht, warum da jetzt noch ein Punkt ist. Ich dachte eigentlich, wir hatten bloß noch einen übrig. Zur Kenntnisnahme für alle. Elite-Agenten wurden von der Sicherheitsabteilung zu uns geschickt. Sie werden in den kommenden Tagen, das haben wir doch schon gelesen, wir die nicht nach ihrem Aussehen beurteilen sollen. Ja, ich glaube, der eine Punkt, das eine Ziel ist jetzt zusätzlich noch dazugekommen. Wir gehen erstmal runter. Und schau mal, was wir hier Schönes machen müssen. Wir müssen da hinten an den Rechner ran. Wir können hier runterspringen, sieht er uns aber direkt. Oh oh. Heißt, wir müssen einen anderen Weg gehen. Ich bin doch hier dahinter. Wow. Beruhig dich, Freundchen. Ah ne, der sieht uns. Wir haben auch keine Pfeile mehr, ne? Das ist ein bisschen schade. Lasst uns eventuell nochmal nach oben gehen. Vielleicht finden wir noch ein paar Armbrustpfeile. Huch. Dann könnten wir definitiv den Typen mit den Pfeilen ausschalten und hätten es etwas einfacher, hier durchzukommen. Ah, oder wir gehen einfach hier oben lang. Das scheint auch zu gehen. Hier kommen wir dann nicht mehr weiter, aber hier können wir aufmachen. Müssen wir mal gucken, wo wir hier am besten lang machen. Ah, wir sind jetzt... Ach, jetzt kommt der Fahrstuhl. Ah, wir sind jetzt erstmal an einem Folgenende angelangt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.